Achso, das ist sie selber. Klar. Das come to add more bars to my cage? Or perhaps to lead this would-be Justicia's blade directly to my heart. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad. To see a thing of beauty not recognize its own worth. Aelin. General Thorne, he appreciates you, and he wants you close at hand. Aelin so, hat man schon mal. I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorne. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Aber ich soll sie doch töten. The Night Song is Shah's sacrifice. She's my destiny. He cannot have her. Yeah. Das Nachtlied ist eine Selonite. Und wenn sie die tötet, wird sie zur dunklen Justiziarin. Ist nach dieser Person? Please, you insult her. You insult me. Aelin is so much more than that. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation. And lending her immortal strength. To General Thorne. Her power, his will, and my genius. An unsurpassable feat. Wir speichern mal, weil ich glaube, ich werde jetzt hier fighten gehen. Most unsane. Poor Balthazar. For maggots ate his brain long ago. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions. No more interference. Solltet ihr sie nicht kriegen, geht es, sonst seid ihr ein toter Mann. Ja. Dead man, you haven't been paying attention, have you? Perhaps I'll revive your carcass and add you to my retinue. Then you'll have all the time in the world to think on your mistakes. Let's try. Ach du Scheiße. Ich hab das Problem. Glaube ich, dass es hier ein Problem gibt. Abtrünniger Zerstörer. Ich muss halt ihn platt machen eigentlich, so schnell wie möglich. Wie stark bist denn du? Nee, du bist ganz schön stark. Ich will meine eigenen Leute eigentlich nicht rausschmeißen. Raffinierte Aktion Rückzug. Ich bin zur falschen Seite, ne? Ach, fuck. Das geht natürlich einfach auch. Wir machen Rückzug und machen da gar keinen Rückzug. Let's go. Ja. Du bist ein Untoter. Kloppen wir dich mal, würde ich sagen. Also er wird die Runde überleben. Könnte knapp werden. Sind wir ehrlich. Bah.
Was ist jetzt hier der sinnvollste Call? Stumpfe Sachen, Waffen treffen sie am besten, ansonsten ist es, haben sie nur Resistenzen gegen Gift und das. Uff. Was ist bei dir? Hast du Resistenzen? Du hast nur Giftresistenzen und keine Verwundbarkeit. Würde ich eigentlich sagen, Hunger von Hadar oder Evas schwarze Tentakel? Also wenn du stirbst. Oh, das muss. Sie muss den töten, ne? Hat ein HP, theoretisch. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ein HP. Damit sie den Kill macht. Also kann ich den AOE nämlich nicht einfach raufmachen hier so. Bomb und gut ist. Das funktioniert nicht. Ich würde mal dich versuchen, Runde zu kicken, was natürlich gar nicht klappt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja. Scheiße. Ich glaube, ich kann schon neu laden nehmen, wo ich einen Charakter verliere. Das ist Seelenecho. Springen wir darüber. Ich würde es vielleicht zuerst machen sollen, wa? Das ist smart gewesen. Jetzt sind wir komplett verprügelt. Kalax gleich tot. Das Problem ist halt einfach echt die Übermacht an Gegnern, die damit kommt. Da ist die Todeswolke und da ist Kalach dead. Ich glaube, wir kriegen auch nicht Schattenherz dahin. Sind wir ehrlich. Doch, wir dürfen. I will rise again. Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Das ist wieder ein schwieriger Kampf. Wir haben heute direkt zwei schwierige, heftige Kämpfe drin. Hardcore. Her power, his will. Rambling. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away. Diese geben ihm keine Chance, wir greifen ihn einfach direkt an. Fly at me, you fool. You cannot. Okay, komm, passiert genau das Gleiche. Und er ist aber trotzdem direkt dran. Ja, das ist halt jetzt schon. Ugh. So, Kalach.
Den schubsen. Wir sind alle gleichzeitig dran. Jetzt ist noch niemand drin. Jetzt kann ich hier den Hunger von Hadar tatsächlich noch hinmachen. Auf die ganzen Jungs. So, und du? Hast du schon einen Vorteil? Nee, hast du nicht. Okay, da fehlt irgendwie eine Animation. Versuchen wir uns jetzt mal hier durchzufighten. Du kommst nicht bis dahin. Kommst du von da bis dahin? Zu hoch. Das ist natürlich schlecht. Bin ich im Nachteil gegen das Ziel? Warum bist du im Nachteil gegen das Ziel? Vergiftet. Ach so. Schlecht. I guess. Kommen wir nicht hin, aber wir können die da blinden. Das macht. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Gehen wir ein bisschen hier, damit wir nicht so einfach runtergekickt werden können. Wir haben ja was gegen Untote. So, mehr Actions für uns. Wir haben den Magier hier, dass der nichts mehr tun kann, sehr schön. Und dass du nicht mehr einfach so angreifen, dass du einen Nachteil dafür hast. Irgendwie macht es nie Giftschaden, sondern. Achso, Giftschaden sind immun, logisch. Aber Hunger von Hadar vielleicht nicht die beste Option. Naja. Es waren schon einiges in Damage jetzt. Bomb. Strategie, die High Points einzunehmen, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Den hier kriegen wir noch nicht. Den High Point. Oh. Ja, du bist vertrieben, schon, dann machst du ja nichts. Blindheit ist fies. Dann habe ich Nachteil im Nahkampfangriff. Weiß nicht, ob alle Untoten verschwinden, wenn ich ihn töte? Ich vermute stark nicht. Au. Au, Alter, der macht so viel Damage, der Typ. Ich müsste ihn eigentlich. Ich muss ihn dringend mit Stille belegen. Der Kampf ist so viel. Ja, RIP. Ich brauche auf ihm Stille. Habe ich Stille auf bei irgendjemanden? Kann ich hier durchsuchen? Schriftrollen. Unsichtbarkeit, vergrößern, verschwimmen, Windstoß, totstellen, tote beleben, Todeswolke bringt mir halt genau nichts gegen die. Steinhort, Steinwand. Ich könnte eine Steinwand versuchen zu bauen. Einfach, damit er dort nicht hinzaubern kann, weil er nicht sieht. Plage, Person festhalten, Person bezaubern, Nebelwolke. Dann würde er auch nichts sehen, kann sich aber noch bewegen. Toten sprechen, Säurepfeil, mächtige Unsichtbarkeit, Knochenkälte, Klopfen,
Hexenpfeil, Schutz, Fluch, Flimmern, Federfall, Dunkelsicht. Nee, ich habe glaube ich keine Stille. Sprühende Farben. Nee. Unsichtbares Sehen habe ich. Oh. Ich muss mich weiter auseinandersetzen, also auseinander bewegen, damit er seine Giftwolke nicht machen kann, oder ich muss dafür sorgen, dass wir Stille hätten. Ich weiß nicht, ob ich auf meiner Klerikerin Stille hätte, theoretisch. Auf Schattenherz. Her power, his will and my genius. And hold your tongue, Aelin, or I'll take a death map. Let us make short work of this. Das ist halt ein Problem, wenn er direkt als erstes dran ist. Kleriker, hättest du Stille? Wenn ich nochmal vorher lade. Bane? Ich glaube nicht, ne? Beistand, Attribut verbessern. Massenheilung, Leuchtfeuer der Hoffnung. Totensprechen. Todesschutz, Bewegungsfreiheit. Nee. Es sieht nicht danach aus. I'm heating up. Wenn wir ihr nicht rücksichtslosen Angriff geben, treffen wir nicht. Wir treffen aber auch mit nicht. Also nur ein von zweimal. Nicht ein vorteiliges Ziel, weil es verdingens ist. Spurloses Gehen. Muss ein Humanoide sein. Es geht auf, also dass dieses Krone des Wahnsinns nicht auf Untote und sonst was auf andere Wesen geht, ist. Macht sie deutlich weniger attraktiv. Sind wir ehrlich. Macht sie deutlich weniger attraktiv. Das machen soll hier. Hast du noch eine Energieresistenz? Eine Energieresistenz hast du auch. Also das hier wären zum Beispiel gute Zauber eigentlich. Theoretisch. Ja, aber mach halt nicht so viel Damage damit. Ich bin halt viel zu sehr zusammen. Ich komme ja aber auch nicht weg. Ich kann nirgendwo hinlaufen. Sonst wird es nur schlimmer. Ja, versuche ich mich wegzukicken. Und leider ist Schattenherz immer so spät dran. Dann ist schon echt viel passiert. Ich könnte aber versuchen, sie alle zu hypnotisieren.
keine Bonusaktion mehr? Ich habe dafür keinen passenden Zauberplatz mehr. Nein! Hallihallo, Lumi. Nein! Wir reloaden wieder. Hallo. Ich dachte, du wolltest arbeiten. Ich hatte nicht geguckt, dass das ein Konzentrationszauber ist. Da wäre eine Nachfrage schon ganz cool, von willst du wirklich deine Konzentration, deinen anderen Zauber beenden? Das wäre echt cool. Her Power. Hold your Weil wie oft ich das nicht mitkrieg, ist echt ein bisschen traurig. Die ist halt wieder super spät dran. So, mal sehen, ob das noch funktioniert. Wo ist es denn jetzt? Schubsen. Wieder nur ein und zwei. Wollte nur gerade Wäsche machen und fragen, ob du unten was drin hast. Habe ich nicht, nein. Ich habe nichts drin. Hey, ich kann doch hier hinlaufen. Lass mich veralbern. Na klar, denke ich mir, das Spiel veralbert mich. Da komme ich nicht ganz ran. Na gut. Can't even catch my breath. So, wir hatten das Thema gerade schon, das war eigentlich eine gute Idee. Die alle hier zu hypnotisieren. Und der Nebel schritt ich mal hinter mir hoch. Oh oh. Ich kann sagen, wenn der da durchkommt, haben wir ein Problem. Er ist nicht blind, sehr schön. So, Schattenherz. Schutzgeister. Moment, hab ich die richtigen? Ja. So. Aua, das war Karlach. Ah, sehr schön. Sie hat wohl nicht getroffen. Da muss sie keinen Rettungswurf machen. Ja, schon überlebt das echt, da reinzulaufen. Der überlebt das echt, da reinzulaufen. Der nämlich nicht. Das ist sehr schön. Das auch. Dich schubsen darf ich nicht, ohne einen Absetzangriff zu provozieren. Zumindest für uns beschäftigt. Okay. Und ich mache abends weiter. Machen wir es am Nachmittag und ich mache abends weiter. Wie du willst. Double fuck. Bitte, bitte. Sehr schön. Hinterhältiger Angriff. Erstmal fertig zu machen, wenn du gerade noch so schön im Dallern bist. Ich muss ja irgendwann noch Mittag essen. Alter Vater. Mit dem Dolch. Der haut ja so rein. Hier die Aktion Sport. Dann sprint nochmal hier hoch, I guess. So, und dann können wir vielleicht mal hier hingehen und den schubsen. Oder einfach töten. Auch eine Option. Dann gehen wir hier hinter dich.
Nee, wahrscheinlich soll ich auch was trinken, hast du recht. Aber vor allem habe ich Hunger. Kritischer Fehlschlag, sehr schön. Das heißt jetzt nämlich... Hier ist alles dead. Wir sprinten jetzt komplett hier rein. So. Machen wir weiter. Untotenschutz. Das ist auch immer Untotenschutz ist. Das ist nicht so smart, da nochmal reinzulaufen. You shall live to regret. Oh oh. Warum auf mich? Ah, 24-2. Yo. Unvergiftet. Aber du hast dich ungünstig hingestellt, würde ich behaupten. Tschüss. Ah, nice, aber die Untoten sind noch im Leben. Aber der ist schon mal raus. Der hat jetzt nicht mehr so viel Damage gemacht. Zum Glück. Ja, aber du kannst hier gar nichts tun. Entsprechend wirst du sprinten müssen. Aber das hast du doch im... Bei. Hier sind eindeutig die meisten, aber du brauchst eigentlich Hilfe, sonst bist du ziemlich useless. Du brauchst jemanden, der die Leute ablenkt im Nahkampf. Rettungshof genug Blindheit. Au! Hatte ich nicht noch einen? Hier. Wuhu! Damage. Not. Moment, das wäre. Das mag gewesen, dran stehen zu bleiben. Halt. So, da. So, in die Richtung. Boah, ich hätte mich einfach nicht so einfach da oben stellen, sondern hier über ihn stellen. Egal, jetzt stehe ich, wie ich stehe. War nicht so smart. Aber der trifft mich genauso schlecht. Oh, nice. Das ist gut. Also, Untote kann sie auf jeden Fall. Sind wir mal ehrlich. Das ist so krass, wie wir jetzt aufgeräumt haben. Die Würfel, ne? Die Würfel. Außer Carla. Carla räumt irgendwie nicht auf in dem Zug. Gumi hat mir anscheinend Glück gebracht. Oder ich hätte einfach mehr mit dem Nahkampf hinterhältigen Angriff arbeiten sollen. Das kann auch eine Option sein. Step quick. Step quick. Du sollst wirklich quick steppen. Can't stay idle. So, jetzt müsst ihr weit genug weg sein, um eine sinnvolle Trefferchance zu haben. So. Und letzter Unter, oder? Komm her, mein Freund. Bin auf dem Weg. Ich komm gleich runter, Leute. Ganz entspannt. Und mal speichern. Das ist jetzt dreimal neu machen musste, tut mir leid, aber ihr habt ja gesehen, wie das Ergebnis war. Karlach. Großer Knüppel, das ist was für Schattenherz. Schattenherz kann mit großen Knüppeln. Krummsäbel. 1d8 plus 1. Ringpanzerrüstung. So, dann machen wir doch mal Schattenherz zum dunklen Justiziar, wa?
Karten hier, aber so viel looten kann, macht mich ein bisschen fertig. Kann ich nicht direkt ans, ich kann direkt ans Lager senden. Das ist ja viel smarter. Also einfach mitzuschleppen immer. Dann habe ich den ganzen Quatsch halt im Lager liegen, muss ich halt irgendwo mal rausholen. Das wäre viel smarter gewesen. Hätte ich brauche nicht. Du kannst ja nix. Komm auch nicht. Standardausrüstung. Müssen wir jetzt nicht überall mitschleppen. Leer, 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 leer. Der ist nicht leer. Warum ist der nicht leer? Also, ist das hier? In her blood be anointed. Dark Justicia. Also, wir das sowieso vernichten müssen. Das Artefakt. Steigt auf in das Silberblut. Silberbrut. Ich fand es witzig, dass er sich jetzt plötzlich an den Rand gestellt hat und ich einfach wegschubsen konnte mit Carla. So, alles gelootet. Speichern. Red mal mit ihr. Was geht denn bei dir ab? Balthazar has drawn his final rancid breath. A pity it was not my hand that brought it about. Instead, it was you. You, Barfuss, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger. A spear. My Lady Shah's spear. Bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Option ist. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a Dark Justicia is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude. Until, of course, your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Dich nicht einmischen, tut, was ihr tun müsst, wollt es weder in euren eigenen Weg schaden, jetzt ihr dürft euch nicht von eurer Göttin kontrollieren lassen. Ich würde eher sagen, wähl deinen eigenen Weg, aber sie will den Weg, ja, ich sag das mal. Cannot allow. This is my mistress's will, my life's purpose. Nein, es ist nicht. Es liegt an euch, was ihr aus eurem Leben macht. Gebt nicht auf. Ich könnte mir einen Vorteil geben. Person bezaubern. Aber ich habe nur plus 4. Ich habe maximal plus 8 und muss 30 schaffen. Ja, GG. Habe halt keinen Übungsbonus auf das. Das ist halt selbst schon 20 haben müssen. Sonst sie mag das gar nicht, dass ich ihr widersprochen habe, glaube ich. If I have to step over your corpse to fulfill what Lady Shah asks of me, so be it. Your choice. Das ist falsch, aber ich kann nicht auf euch verzichten, tun, was ihr well, tun müsst. Well, well. What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I. Empowered to kill the child of a god. Nachtlied? Do you know what I am, little assassin?
For I know you. A lost child, frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? I sense more in you than you know. Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Ich werde es bereuen. Das wird wieder eine 30er sein. Ich weiß, wie euch was schont sie, um zu erfahren, was sie zu sagen hat. Ich habe ja gerade gesagt, sie soll sie verschonen. Spiel? Sie wirft den Speer komplett weg. I can't believe I just did that. Lady Shah will disown me. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. Ich konnte sie nicht überzeugen, aber so, ey, sie weiß übrigens was. Gift, little worry. Don't you find it so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Ist sie die Saloon? Are you ready? Ist sie die Tochter von Saloon? Die Tochter von Saloon. Und jetzt kann ich fürs. Von hier zu verschwinden und ob. Für meine Waffe natürlich. Bereit, wozu? To kill Catherick Thorne. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. Wenn Shah zürnt, behält sie das merkenswert gut für sich. What frightens me. She must be angry. Yet, I don't feel it. Or hear it. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me.
The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Kethric Thorn. Das war eine geile Stelle. Es war ein schwerer Fight, aber es war eine geile Stelle. Okay, es geht noch weiter. Sie bricht den Schattenfluch, kann das sein? Ja. Belohnung, Lichtermond, weil wir haben Nachtlied befreit und wurden von Seldun gesegnet, weil wir ihre Tochter gerettet haben. Mondlichtglewe, zweihändig, extra Reichweite. Mondlichtglewe leuchten diesen Gegenstand und macht gleißend Schaden. Waffenverzauberung plus 2. Wir gehen aus dem Schattenfell erstmal, bevor ich hier irgendwas weitermache. Forgive me. Shadowheart, what happened? You were missing for a moment. I thought I was done for. I thought perhaps I might have been dead. This is all like some sort of terrible dream. But it's real, isn't it? I stood before the Night Song. I heard Lady Shah's words. And I failed her. Worse than failed her. I defied her, just because of what that Asimar said. I tried to leave, but Shah blocked me, punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. My blood was boiling, my hair was on fire. Die Scharwunde. I tore my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her spirit for good. Das seid ihr nicht. Ihr habt mich, ihr habt eure Wahl getroffen und müsst damit leben. Jetzt sind wir alle allein, mal abgesehen von der Larve. Vielleicht ist es euch ein Trost, dass ich glaube, dass ihr das Richtige getan habt. Ich hätte nie gedacht, dass ihr euch Schar widersetzen würdet. Vielleicht ist es euch ein Trost, dass ich glaube, dass ihr das Richtige getan habt. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet to reveal itself. I'm a target to Lady Shah's followers now. Night Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves. That's no coincidence. I suppose I do, don't I? You've done more to help me than my faith has in recent times, if I'm honest. Thank you. There's been something between us for some time. A connection, more than friends. I recognized it, but didn't act on it. I thought my faith was the most important thing in my life. I couldn't have been more wrong. I've squandered too much time already. I want to be with you. Now and always. Do you want the same? But Karlach!
Boah! Gut, ich habe mit ihr zuerst angefangen. Mit Carla habe ich nur ein bisschen geflirtet. Komm, wir nehmen sie jetzt. Let's go. It wasn't too long ago that I could never imagine smiling again. Shows what I know. Night Song promised she'd tell me something about myself. Das hast du schon gesagt. I need to speak with her as soon as I can. Das hast du gerade schon gesagt. What she said to me back in the Shadowfell about the Das hast du auch gerade schon gesagt. That's no coincidence. Die Matrix ist ein Glitch. She took flight to hunt down Kethric Thorm. All I can do is help hasten his demise and hope that answers soon follow. Wenn ihr mich braucht, ich bin für euch da. Ich dachte mir, dass ich euch daran erinnern sollte, nach allem, was passiert. Ich wollte es mit euch besprechen. Ja. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Ich fühlte euch. Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The Shadowfell, Night Song. I can think of little else. Sie erwähnte eure Furcht vor Wölfen, von der ihr mir erzählt habt. Das ist sicher kein Zufall. That's not the first time you've made such a leap. I don't know. Maybe it's a Saloonite trick. Or another way for Lady Shah to test my faith. Ja, dann hast du aber verkackt, dass es ein Test war. Nachtlied würde schon Antworten geben. The sooner I speak to Night Song, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. Okay. Der Dunkle hat einen Schritt voraus. Karlach ist inspiriert. Okay, und jetzt haben wir mal die ganzen Level-Ups. Und ich muss Schattenherz noch eine passende Waffe geben. Wir kriegen einen Zauber. Noch eine Stufe 4 Zauber könnten wir mitnehmen. Tierbeherrschung. Bringt uns halt nur sehr situativ was Kronen des Wahnsinns. Finde ich echt nicht cool. Bin ich ehrlich. Dimensionszorn, dich und höchstens einen Verbündeten, die du sehen kannst. Das heißt, wir kriegen. Und Angriffe sind im Nachteil. Puff. Fluchbrechen, Dunkelheit. Weder in die Wolke hinein noch aus ihr heraus Fernkampfangriffe ausführen. Wir kriegen einen Zauber mehr, aber ich weiß gar nicht, was für einen Zauber ich nehmen wollen würde. Wahrscheinlich. Ach doch, langsam. Langsam ist noch ein guter Zauber. Zauber ersetzen. Flug haben wir jetzt noch gar nicht benutzt. Aber ich wüsste nicht, was für einen anderen Zauber ich nehme. So, wir dürfen ein Talent auswählen, weil es Stufe 8 sind. Die Frage, ob wir Charisma auf 20 bringen wollen. Wäre schon gar nicht ganz geil. Dann wäre es einfach nur eine Attributsverbesserung für Charisma. Wird man auf plus 5 für Charisma kommen. Das ist wahrscheinlich schon das, was uns unsere Spielweise am weitesten voranbringt. Alternativ könnten wir einen zielgenauen Zauberschütze benutzen, aber ich glaube, ich will Charisma erhöhen auf 20. Einfach um mehr zu treffen. Und auch die sozialen Proben besser hinzukriegen. Stufe 8 Karlach. Unterklasse, sicherer Schritt, schwieriges Gelände. Du bist mir aus meinem Experten der Wildnis geworden. Schwieriges Gelände verlangsamt dich nicht mehr. Tier jetzt aktualisieren. Das ist ja gegen jeden Schadensart außer. Gegen jede Schadensart außer physischen Schaden. Das ist schon ziemlich fett. Sprungreichweite erhöhen. Bewegungsrat erhöhen, Anstacheln des Heulen ansetzen und verbündeten Nahkampfangriffe gegen Feinde erschaffen, von Sanhedrin von dem Vorteil. Ich nehme die Bärenvariante doch wieder. So, Talent, du hast Stärke, Rosita mehr Stärke. Kampferprobte Waffenmeister, du kannst schon so ziemlich viel Waffen.
Mehr geübt, Schildmeister, Scharfschütze, wilder Angreifer. Würfelst du zweimal mit deinen Schadenswürfen, vereinst du das höhere Ergebnis. Belastbar. Rettungswürfe des Attributs geübt. Stärke Rettungswürfe, wenn das dann. Wenn wir das machen. Unterhalter. Mäßig gerüstet, leichtfüßig. Meister der mittelschweren Rüstungen. Das war plus 2, plus 3 erhöht. Haben wir Geschicklichkeit, haben wir nicht mal plus 2 Bonus. Glückspitz leicht gerüstet, Meister schwere Waffen. Kritischen Treffer erzielst du, ein Kreatur tötest, kannst du in den Zug einen weiteren Nahkampfwaffenangriff als Bonusaktion ausführen, beim Angreifen mit schweren Nahkampfwaffen mit den bis zu einem zusätzlichen 10 Schaden. Allerdings mit einem Mann von minus 5 auf Angriffswürfen. Widerstandsfähig. Konstitution, Gewölbforscher, 2 Waffenmeister, defensive Duellant. Armbrust, Experte, Stürmer. Wenn du liegst, kostet das auch schon ähnlich weniger Bewegung und deine Sprungweite ist um 50% erhöht, dann kannst du noch weiter springen. Wachsam, Schauspiel, Attributsverbesserung. Glaube, belastbar war's. Stärke. Irgendwie sieht der Helm völlig blöd aus mit der Rüstung, wenn ich das jetzt gerade so sehe, weil der Hals so lang ist irgendwie. Okay, Zauber vorbereiten. Wir könnten eine andere Stufe 4 Zauber vorbereiten, wenn wir wollen würden. Finde ich nicht so geil. Ich glaube, das finde ich eigentlich ganz gut, wie es ist. Totensprechen Talent. Du bist bei Weisheit 18. Könnten dir theoretisch schwere Rüstung geben. Und erhöht deine Stärke um 1. Wäre eigentlich eine ganz gute Option. Weil du bist mit ziemlich Sicherheit noch nicht in Stärke in schweren Rüstungen geübt. Mal kurz ins Lager gehen, da habe ich auf jeden Fall noch welche. What am I to do? Ich hatte doch von. Ah ne, sie hat die noch an, oder? Kann das sein? Ne, das hole ich nicht. Doch nach Typ. Spannend, dass es nach Typ nicht wirklich nach Typ sortiert. Warten, herrufen, Saloons Träume, heilen. Kriegt sie auch möglicherweise ein. Blitzstrahl, schwere Rüstung, mit schweren Rüstung ungeübt, genau. Schutzanzug. Genau, das meinte ich. Ich glaube, ich würde ihr gerne das Upgrade auf schwere Rüstung geben. Was kriegt sie eigentlich noch? Göttlicher Schlag Gift. Wirke einmal Gift mit dem Waffenschaden deiner Waffe, wenn du deinen Nahkampfangriff ausführst. Also. Schwer gerüstet. Schweren Rüstungen geübt. Annehmen. Dann können wir hier nämlich eine schwere Rüstung uns mitnehmen. Wo ist es? Hä? Da. Weil die ist ja mit Char jetzt nicht mehr ganz so krass. Und von Schattenverschleiß ist ja sowieso nicht so ein Thema. Kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Ja, wir hatten 19, da sind wir auf 20. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Helm wirklich geil finde. Rettungswürfe, Konstitution, Widerstandträger, Zauber, Geheimkörpertreffer. Ich glaube, hier würde ich ausblenden, aber für Statwise ist er, glaube ich, trotzdem ganz gut.
wenn der Träger im Kampf Spurt erhält, eine Aktion ausführt. Wucht. Blitzladung. Ja, hast du wieder Schuhe. Damit du auch mal wieder Schüchen hast. Dann haben wir noch Astarions Stufenanstieg. Kriegen einen neuen Zauber. Arkanes Schloss. Verschließt eine Truhe. Weiß nicht, wofür wir das haben wollen sollten. Verschwimmen. Verschwimmen wäre ganz gut wegen Defensive. Dann können wir ein bisschen mehr reingehen und zuhauen, wenn wir dann doch getargetet werden. Trifft es uns nicht? Fängt nicht gut an. Ich hätte gern verschwimmen. Die Krone des Wahnsinns würde ich gerne ersetzen, glaube ich. Weil das einfach wenig bringt. Um ehrlich zu sein. Magische Waffe. Er tränkt eine Waffe mit Arcana Energie. Die Waffe wird magisch und erhält einen Bonus von +1 auf Angriffswürfe und Schadenswürfe. Bis zur langen Rast. Stufe 2 Zauberplatz. Bis zur langen Rast. Schlafen bringt uns halt gar nichts mehr mit 24 Trefferpunkten. Nebelschritt. So, Talent. Du hast Geschicklichkeit 18. Wir wollen wahrscheinlich hier Geschicklichkeit auf 20 bringen. Sind da einfach mal relativ straight. Er hat nämlich auch einen höheren Rüstungsbonus tatsächlich. So. Ja, ich will nach oben. Jetzt. So. Und dann verlassen wir mal das Lager. Es ist, glaube ich, wieder Zeit, eigentlich zurückzukehren. Zu den Leuten, zum Beispiel mit denen mal zu quatschen, weil der Schattenfluss, wie ich es verstanden habe, ist jetzt gebrochen. Sah für mich zumindest so aus. Gleich 11, Reisestraße nach Baldur's Tor. Greife die Türme des Mondaufgangs an. Das ist das. Und haben wir gerade gar keine Quest? Ha! Also keine Quest, wo wir denn. Ein Punkt? Wissen wir, wo wir hin müssen. Nehmen wir noch nicht. Weiß ich nicht, ob ich. Weiter nach unten halt, ne? Unten. Hier durch. Und hier links. Hallo. Eisbissrobe. Rüstung von Agathys. Bewirkt 15 Verwirrung und bewirkt 15 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Die hätte ich ganz gerne. Die hört sich ganz fancy an. Was habe ich denn eigentlich an? Leichte Rüstung, 13. 2 weniger Wuchtschaden. Ha. Aha. Habe ich anders gelernt. Das ist eine Zweihandwaffe, fällt mir gerade auf. Ich muss noch mal kurz gucken, ob irgendjemand diese Waffe sinnvoll benutzen kann, wie du. 7 bis 19. Mond, ich lebe leuchten. Dieser Gegenstand leuchtet in einem Radius von 6 Metern. Lebe ist eigentlich nicht so deine Waffe, ne? Normalerweise. Muss ich also sagen, aber. Alternative müssen wir es dir geben und es ist eine Zweihandwaffe. Deswegen kriegst du. Moment, das wirst du als +1. Ja. Also auch einfach großer Knüppel +1. Ich glaube, wir haben keinen besseren Knüppel für sie. Die sind auch alle zweihändig. Badische Inspiration wiederherstellen. Rückenklinge.
Warum hast du das eigentlich jetzt nachgeguckt, Lumi? Gibt irgendwie für mich... Wascht das gar nicht zusammen. Ewerts schwarzer Tentakel, ich habe mal überhaupt nicht mehr eingesetzt. Ja. Tizia-Helm. Umsäbel. Auch eine Finesse-Waffe, ne? Yes, ist es. 5 bis 12. 1 bis 4. Ah. Chromsäbel darf ich aber mit einem Ritual euch kombinieren. Und mit Kriegswaffen wurde Chromsäbel nicht geübt. Fuck. Dann hat sich das erledigt. Besoffener Kerl. Wenn du betrunken bist, bist du bei Angriffen im Vorteil. Du erzeugst außerdem eine Detonation bei jedem Angriff, die 3 Meter lang einen 4 Schallschaden bewirkt. Wow. Finesse, vielseitig, Langschwert. My faith will guide me. Also üblicherweise hätten wir mir das geben. Ups. Der ist zweihändig. Nee, das meinte ich nicht. Hat's doch. Hier, den Knüppel. Halt. So, das ist der Knüppel, den wir dir normalerweise geben würden. Das ist 6 bis 13. 6 bis 15. Fala of Louvre Melodie. Dann hast du jetzt ein Schwert, das ist aber halt auch wieder Hiebschaden, ne? Kein stumpfer Schaden. Und wir hatten jetzt immer wieder Sachen, die schon den stumpfen Schaden nehmen sollten, müssen wir halt umrüsten. Ich glaube, du hast das Problem, du bist mit denen einfach nicht geübt, oder? Doch Kurzschwerter geht. 2 bis 7 geht. 6 bis 11, 3 bis 9, 7 bis 13, 2 bis 7. Aber das Herr mit dem Knochenbohrer hatte irgendwie noch eine Fähigkeit. Das mögen sie nicht, dann denken sie, es regnet und sie fliegen weg. Aha. Eine Bonusaktion rüstet den Chirurgen mit einem giftigen Knochenbohrer aus, sodass der Knochenbohrer des Schreckens wirken kann. Ein Zug lang. Moment des Verlusts, Knochenbohrer. Der Chirurg kann sein Werkzeug nutzen, um den... Achso, wir sind alle noch von Dingens. Ups. Looking ahead. Ich höre auf zu prokrastinieren. Guter Punkt. Stop procrastinating. So, haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch ein Sarg. Grabsteine, Särge. Hier geht's nur lang. Oh, hallo. Hier bin ich offensichtlicherweise nicht lang. Edwin Steinwitzkill, da sind wir jetzt wieder. Aber da sind wir, glaube ich, mal lang gelaufen hier außen, oder? Holzfass, Holzkoffer. Holzkoffer haben meistens doch noch was drin. Nope. Ja, Wasser. Wasser am Ass. Ja gut, hier waren wir auf jeden Fall. Und sonst noch irgendwo... Irgendwo geht's hier noch lang. Will ich auch nochmal gucken, wo es dahin geht. Nach Süd... Halt, nach Südosten davon. Südosten ist die Richtung. Wird gespeichert. Wie wird hier gespeichert? Meinte ich gar nicht. Nee, Haus in tiefem Schatten meinte ich nicht. Nach Süden zuerst. Zuerst muss ich da lang. Can't give up now.
denn hier eigentlich eine Fähigkeit, immer wenn ich... Wenn der Anwender Kälteschaden bewirkt, bewirkt es wieder einen Kälteschaden. Den waren wir noch gar nicht. Sehnsucht nach dem Mond. Vieles hat sich in unserer schönen Stadt verändert. Schien der Mond hier so hell, wir standen alle draußen mit bloßen Schultern, die Gesichter nach oben gewandt, um seine Segnung in uns aufzunehmen. Wir sind unter der Erde, wie kann hier der Mond geschienen haben? Jetzt durch die Dunkelheit, ich muss den Mond heimlich beobachten von meinem Fenster spät nachts, wenn die Stadt schläft. Manchmal frage ich mich, ob ich die letzte Person, die noch in Raid verlebt. Außer, wir sind gar nicht unter der Erde, wir sind einfach nur in einem tiefen Schlucht. Und ich denke die ganze Zeit, wir sind unter der Erde, was völliger Quatsch ist, weil hier sind ja auch Bäume und sowas. Erstmal das Klo aufmachen. Was ist denn hier noch hin? Auch zu Oleander. Juhu. Gehen hier ab. Grippe. Looks like the Dryden's caravan came from here. No more giant spies on the prowl. Thanks to us. Dryden's caravan came from here. Das ist der Ursprung der Dryden-Karawane. Ups. Lieber hin. Bin geredet? Nee. Dieses Werkzeug, sehr schön. Also hier gibt's einen Weg hoch, aber das ist nicht von da unten, wo ich bin gerade. What are they? Gucken wir doch mal, wo wir hier so Tun haben. Was ist denn hier oben noch? Halt. Schuhe brauche ich nicht, danke. Und vergammeltes Zeug brauche ich auch nicht, tendenziell. Halt, da geht's hoch. Ah, geht's hoch. Haben wir Karawanenursprung. Oh. This beast didn't go down without a fight. Ja, das ist doch mit Toten reden, oder? Bist du nicht mehr? Wer hat denn das Dingens bekommen? Das Reden. Hat ein Amulett. Tränkeausrüstung. Ausrüstung sind nicht Amulette. Halt uns mal kurz fest. Bin ich ungewöhnlich selten, sehr selten. Ich glaube, selten war es. Raid mit dem intelligenten Amulett, Klassenaktion, Key-Wiederherstellung. Nee, wir haben es nicht mehr. Aber es muss hier irgendwo drin sein, oder? Kann ich hier nicht durchsuchen, oder was? Oder eine der Leute, die nicht dabei sind, hat es ausgerüstet. Das wird natürlich... sehr doof machen. Ich würde es eigentlich gern mit den reden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. I've got a long road ahead. At the ready. Carla, kann ich dich mal kurz hier lassen? Dir geht's ja eh nicht so gut. I hate seeing Shadowheart suffer like this. All for doing the right thing.
it's up to us to look after her now. If she needs a rest, we carry her. If she needs a hand, she has ours. If she needs ears, we've got four between us. Whatever she needs. Ich mag Carla. Du musst im Lager. Oh, fine. I'll be here eating dirt. Wow, jetzt bist du auch bitchig. Ich glaube nämlich, habe ich das Lizelle gegeben? Shadowheart suffers. You might be surprised, but it pains me to see. Du hast auch eine Entwicklung hinter dir, meine Fresse. What would you ask of me? Kommt auf meine Gruppe. It is done. So, ich würde gern gucken. Du nämlich das Amulett. Nee, hast du nicht. Das können wir übrigens mal ans Lager senden. Höchstmöglicherweise ein Mal von einem Angriff des Ziels. Verdingerfertigkeit. Wenn du spurtest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Wucht. 5 Meter weit sehen. Okay, du hast es nicht. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Manöver. Winter, Stoßangriff, Präzisionsangriff, Sammeln. Ach, Temperatur und Entschlossenheit zu erhöhen, Repost. Beim Langangriff fehlt, kannst du einen Überlegungsangriff nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten, der uns wirklich einen D8 Schaden macht. Bitte den Schaden mit deinen Überlegenheitswürfen. Ein Verbündeten anzuweisen, einen Gegner einzuschlagen. Der Verbündete verwendet sofort seine Reaktion, seinen Waffenangriff auszuführen. Ein waffnender Angriff. Ablenken da, das hört sich eigentlich ganz gut an. Und was Defensives. Kämpfe werden irgendwann auch ziemlich heftig. Talent, du hast Stärke 19. Ja, belastbar wahrscheinlich auch. Stärke. Stärke darf sowieso noch nie wieder ein Problem sein. Aber ich fürchte, ich muss jetzt doch sagen, du kannst hier wieder doch chillen. Greetings. Chuck, you believe you can survive, as you say. Schattenherz, Gale, hab ich dir das gegeben? Wer hat denn die mit Toten reden? Ich hätte gerne Talismane angucken. Waffenlagervorräte, Tränke, Ausrüstung. Da sind Talismane dabei. Ausrüstung. Typ nach Wert. Eigentlich nach Neueste, weil dann müsste es ziemlich weit unten sein. Den haben wir schon ewig. Den haben wir schon ewig. Wo ist der mit Toten sprechen, Talisman? Den hab ich ihn echt verkauft. Ich werde nicht so doof gewesen sein, oder? Poor Shadowheart. The gods are nothing if not vindictive in their vengeance. Ja, du kriegst ein Level up, du hast aber basically nichts dabei. Okay. Dann kannst du doch hier bleiben. Tell me, what can I do for you? I question the wisdom of that decision, but so I'll be here in the mean. Wir haben eigentlich genug Zauber. Die habe ich nie mitgenommen. Warum solltest du das haben? Charcoal Shadowheart nothing. But I know better than that. She is something. She is worthy. She is strong. She is Shadowheart. Nothing can take the her from her. Not even a goddess. That's the spirit. Ja, du hast mich auch nichts. Also das kann ich mal mitnehmen. Well met.
Are you sure? And just... So, okay. Bin ein bisschen überfragt. Den, das Halsing gegeben, weil ich den dabei hatte? Den hatte ich auf jeden Fall mal dabei zwischendurch. Kann natürlich sein, dass ich dem Droiden das mit Totensprechen gegeben habe, weil ich es witzig fand. Shah's ire has shaken Shadow Heart. And yet she goes on. There is untold strength there, I feel. Du hast übrigens auch eine Scharrüstung an. Then you'll... Ah, du hast das Ding. Okay. Na her. Lichthervorrufungszaubertrick. In der Träge Kälteschirm wird vorsichtig. Zielbereich. Nehme ich auch mal an mich. Angreifer, die den Träger mit Nahkampfangriffen treffen, solange er von Schatten verschleiert ist. Hier sind wir eh nie. Schlüssel der Uralten, Natur, Funkelhände. Waffenlosen Angriff hält der Träger 2 Blitzschaden. Waffenlosen Angriff machen wir auch nicht. Das kann er auch behalten. 3 Hitpoints. Du hast das. Das Healing. That's why. Schwert des Lebens in Zugriff. Im kritischen Treffer erhält also den 10 kritischen Schaden, solange es kein Konstrukt oder Untoll ist, du erhältst aus dem 10 temporäre Hitpoints. 5 bis 10. Ja, das ist doch eine Einhandwaffe, oder? Du bist eine Finesse-Waffe. Und du bist leider mit Kurzschwertern nicht geübt, deswegen kann er es, glaube ich, behalten, ne? Ja. Ja. Das ist auch eine. Das ist eine vielseitig Waffe. Das ist ein. Ne, Finesse vielseitig, Langschwert. Hä? Was heißt denn jetzt Finesse? Wenn deine Geschicklichkeit höher ist. Hängt von deiner Geschicklichkeit statt deiner Stärke ab, wenn deine Geschicklichkeit höher ist. Kann ein- oder zweihändig geführt werden, bewirkt mit 2 Händen mehr Schaden. Ach so. Okay. 5 bis 10, 6 bis 13. Sieben bis 12. Da ist der nekrotische Schaden nicht eingerechnet. Das macht halt immer Fala, Aluf, Melodie. Ja, würden wir so lassen. Du kriegst aber erstmal dann dein Sprech mit Toten zurück. Das mal ans Lager. Schneesturm bringen wir eher was für mich. Täuschen plus 1. Damage. Jetzt müsste ich häufiger Eis machen. Eine richtige Eismagier bin ich aber nicht. Behalte das mal kurz. No time to rest. With haste. Behalte das mal kurz. Halt, ne, wir müssen den wieder loswerden. I need a moment for the two of us. Oakfather preserve you. Wherever you need me. Ja, ja, bleib im Lager. I'll be right. Aktuell ist gerade Schattenherz Story dran. Wo ist sie? Da. Shadowheart, come back. Moment, du bist. Vergiss es, du bist ja dabei. Karlach, come back. Dich habe ich. Ausgeschmissen dafür. What's on your mind? Los, wir brechen auf. Go, go, go. Sehr schön. Segen von Saloon. Wir sind immer von Saloon gesegnet. Und haben einen Pixie-Segen. Jetzt können wir hier verlassen. Hat, vergisst, wenn man Sachen hinschmeißt, ne? I wonder what the next move is. Mit Toten reden. Darf kein Untoter sein. Okay, das geht dann nicht. Have a lot on my mind and, well, in it. How much farther can I go? Belege es. Too big to be a spear wound. A horn? Ein Horn?
Flüchtlingstagebuch. Unerwartetes Tod, ja. Xy ist völlig unerwartet gestorben. Hört plötzlich zu röcheln an und kippt um. Wir haben versucht, den Wagen zu ziehen, aber der Ochse hat ein Rad abgebrochen. Das Ding ist zersplittert. Die anderen wollen so viel wie nur möglich aufladen, weitergehen, aber dieser Ort fühlt sich falsch an. Meine Haut kribbelt, als ob uns jemand aus der Dunkelheit beobachten würde. Die anderen reden nicht viel, aber ich merke, dass es ihnen ähnlich geht. Hm. Irgendjemand hat hier die Karawane platt gemacht. Und wahrscheinlich war es der Riesenspinnenmann-Typ. Oder? Hier brennt schon wieder was. Warum brennt hier schon wieder? Ist das einfach nur ein anderer Eingang? Gebirgspass. Aha, das ist ein anderer Eingang nach hier unten, lol. Zum Gebirgspass muss ich jetzt nicht. Denke ich. Das ist eine Truhe. All's well that ends. Someone there. Wir brauchen mal jemanden, der Schloss knacken kann, Astarion. Hier. Oh, 28 Gold. Das war deutlich weniger, als ich mir erhofft hatte. No one stopped me yet. Mehr scheint es hier oben auch gerade nicht zu geben. Glaube ich. Have to keep going. Hier ist noch ein Häuschen. Kann ich da nach unten? Ich glaube, ich gehe nach unten noch. Es geht auch nach oben. Ja, unten ist ein Lootesack, aber da war ich noch nicht drin, ne? Right tool will do the trick. Trank, Gedanken lesen, sprechen mit Tieren, Heldenmut. Und werde gesegnet. What? Smell a trap? Also da oder was? Das könnte eine Falle sein. Achso. Ne, hier sind Gegner. Schattenverfluchte Rankenfäule mal wieder. Die hat man doch ganz am Anfang, die Viechter. Da auch. Eins, zwei. Die dritte. Also, da. Schattenverfluchte Ranken. Ja, Nadelnase. Zu dunkel. Erhöhte Position. Ha! Wenn ich zu weit weg bin, dann triggert es aber den Kampf nicht und dafür heilt es die aber wieder. Ich glaube, da haben sie einfach nur einen Bug gefixt. What's next, I wonder? Du hast. Oh, Stufe 4 Zauberplatz, okay. Den hast du beim Level abbekommen. What's cooking? What's cooking? Und du hast jetzt auch was, was leuchtet. Ja, sind ein paar mehr geworden. Smell blood. Let's go. Mondlichtschmetterlinge. Schlage auf den einen Gegner ein und beschwöre einen illusorischen Schwarm bleicher Schmetterlinge, die beim Angriffen gegen das Tier einen Vorteil gewähren.
Ah, ich glaube, ich will lieber das machen. Könnt ihr bluten? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall slappt es ordentlich. Let's turn someone inside out. Muss ein Vorteil gehen. Achso, weil es zu dunkel ist wahrscheinlich, okay. Oder? Ja, ist zu dunkel. Was? Achso, weil er. Ich kann sagen, wir stehen da glücklich, aber klar. Er ist glücklich. Ich würde gerne. They won't know what bit them. Das noch machen. Dass sie nicht wissen, wo er ist und ihn nicht einfach so angreifen können. Natürlich kann es sein, dass er jetzt gleich sichtbar ist. 0 nekrotisch, aber 4 physisch. Ah, haben wir gefunden. Zerquetscht ist immer schlecht. Zerquetschen ist immer schlecht. Der ist platt. Dem darf ich nicht mehr helfen. Du gehst mal helfen. Du bist unsere Klerikerin. Wenn du hast kein Schild? Doch, du hast ein Schild. Wollte gerade sagen. Müsste ich das abcasten? Das wäre blöd. Da wäre ich dagegen. Karlach? Now this is my happy place. Du hast eh schon einen Vorteil. Jetzt bist du doch ein Vorteil, oder? Yes. Jo klar. 35, ey. Völlig krank. Oh, da ist ja noch einer. Shit. Das habe ich nicht gesehen, dass da noch einer war. Moment, wieso hat Karlach kein Ding ins Angriff gemacht? Ich kann mich nicht bewegen, okay. Aber ich kann ihm trotzdem 30 Damage geben. Mal 15 hat er genau mit einem überlebt, na geil. Oh, damit ist nicht Rang auch weg, weil er gestorben ist. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann. Let's go. Ich bin jetzt mal aus. Mondlichtschmetterling. Dafür nochmal extra Damage. Sieht fancy aus. Slap. Got to move. Ganz entspannt. Die Rinde brauchen wir noch. In dem Fall mal wieder was craften wollen. Und wir buddeln noch was aus.
Loot. Gut, man, der vergoldeten Truhe ist gar nicht viel drin. Geht da einfach nur so rum. Ah doch, ist sogar was drin. Eismesser, Stufe 1. Hm. Das ist actually ganz geil. Und flammende Sphäre, Schriftrolle. Sonst noch irgendwas hier hinten? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, sieht nicht so aus. Aber jetzt war ich unten noch gar nicht dran, ne? Knochenhaufen. Was ist denn das hier? Kopfloser Leichnam. Sind das die Opfer von dem Shit? Tapferkeit. Herrn Luppermockel Swire siehst, dann schick ihn. Der berühmt ist und recht gut darin, anderen zu helfen, und ich brauche Hilfe, Mama. Wer bewegt sie? Tut weh, mein Kopf fühlt sich an wie Brei, es tut weh. Hilft mir, Swire. Mama, oh Mama, tut mir leid, ich war nicht tapfer. Oh. Also manche Sachen will ich eigentlich nicht lesen, die sind einfach unfassbar traurig. Holy moly. Manche Sachen wollte ich nicht lesen. Also. Still breathing, despite everything. So, haben wir jetzt noch irgendwas nicht erkundet. Theoretisch da eine Ecke. Und nach Baldur's Tor reisen. Ich rede mit den Leuten im Gasthaus, würde ich sagen. Ach so. Ja, da sollen wir auch noch ein Buch abliefern anscheinend. There you are. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? An immortal. But it couldn't possibly be. Never mind. It doesn't matter. What matters is to have him in a corner. Jahira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers to face Ketherick down. She's waiting for you there. End this. Now. We're all counting on you. Ich muss noch kurz eine Sache abgeben, dann bin ich da. Und vielleicht vorher eine lange Rast machen. Wo wir da irgendwo reinrennen. Der komische Rabe, den ich nicht anfassen wollte. Wie viel brauche ich jetzt für ein Level-Up? Wie viel XP? 10.900. Ist ein bisschen was. Ist schon ein bisschen was. Moment, war das hier überhaupt? Ja, nochmal rechts abbiegen. Aber dann war es da. Hallo, Herr Totenbeschwörer. What's up for discussion? The air stirs in trepidation. You have the ledger. Sag mir was damit wohl. Punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. Ja, dann nimm's mir. Unsere Quest ist damit erfüllt. We have it. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justicia and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial. Okay. And I will be the judge. Make her beg. Make her suffer.
bin hier dafür zu sorgen, dass sie Gerechtigkeit erfährt. Okay, erstmal anhören, was ihr zu sagen habt. For a serpent in life is a serpent in es gibt keinen death. Grund für einen Toten zu lügen. Er verliert ja nichts mehr, er ist ja schon tot. Was soll passieren? Nochmal zum Tode verurteilen? Witness. Scheint kein angenehmes Ritual zu sein, sind wir ehrlich. You. He said I was gonna be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. Sag mir, was passiert ist. Didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. Chat. Dunkle Justiziare und chatten. Wenn sie besoffen war, warum habt ihr sie gemeldet? The Dark Justicia said to report everything. Big or small. She ain't the type you say no to. She gave him a dagger each. And told him to press it against their stomachs on the count of three. To start stabbing. And not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. Du bist also eigentlich nie ein Mörder. Also dann verletzt euch, wie Ben und Marcus getan haben. Erstecht euch. Wie erbärmlich. Ihr habt eure Freunde getötet. Ihr seid feige. Ihr müsst gar nichts tun. Es war nicht eure Schuld. Ich verspreche es. Ich bin gegen diese ganzen Scharscheiße. Ja? Also sich selbst zu verletzen fällt irgendwie flach. Wenn du mit dummen Justizianen zu tun hattest vorher, hättest du wissen können, wie die drauf sind. Warum ist ein Überzeugenwurf? Das verstehe ich nicht ganz. Warum ist das ein Überzeugenwurf? Übrigens bin ich mit Überzeugen nicht geübt. Nee, sieht ja so wenig als ihre Schultern. What I did was wrong, and I won't ever forgive myself. But hearing that just one person doesn't hate me, that one person forgives me, makes the load so much lighter. Thank you. Tja, ich glaube, unser Freund, den das gerade ganze Ritual gemacht hat, wird nicht happy sein, sind wir ehrlich. You were supposed to make her suffer, not forgive her! Ja, nicht mein Problem. Was willst du tun? Mich angreifen? That doesn't matter. I seek the guilty, the tormented, the anguished. Ich kann dich ein bisschen quälen, wenn du willst. You have crossed me. And for that, I er fängt an. Ich kann nichts dafür. Your pathetic life. You have been judged. Okay. Bist du dir da im Klaren darüber gewesen, was das bedeutet? Der bist übrigens. Nee, wir sind blind. Gut. Dann. Let's go. Dann slappen wir dich halt. Erbes Avernus, Sängen des Niederstrecken. Zweiten? Achso, weil ich gesprungen bin, habe ich keine Bonusaktion mehr. Null, ist wieder blind. Hat ein Auge ausgepiekst sozusagen.
Und ein bisschen lustig. Dann hauen wir einfach zu, oder was? Alternativ ist Stufe 1 Zauber. Ach ne, Wunde verursachen. Du wirst ja aber nicht Nekroassistent sein, oder? Du bist Nekroassistent. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Normaler Hit ist sehr viel schlechter, deswegen immer das laufende Geschoss. 12 Radiant Damage. Time to push my luck again. Tja. Weg mit dir. Vollidiot. Mochte ich eh nie. Armer Rabe leider. Ist leider immer noch ein Gegner. Ja, das nehme ich mir mal. Sofort zurückbringen. Wenn wir ins Lager sind, das nehme ich mir. Das kann Astarion, der einzige, der wirklich Fernkampf betreibt. Auch ins Lager sind. Was ist das hier? Der Gewesen, was plagt euren Geist? Die Königin hat sich deutlich ausgedrückt. Zieht euch mit gebührender Eile ins Schattenfeld zurück. Ihr habt das Schicksal von Liebesgeflüster mit angesehen. Nach einem 10-Tag in der Dunkelheit wusste sie ihren eigenen Namen nicht mehr. Ach. Dieses Land ist reich an Tragödien und Erinnerungen, aber unser Verstand ist schwach gegen den heimtückischen Fluch. Liebesgeflüster hat heute Morgen ihren eigenen Raben erdrosselt. Ihren Raben. Die Königin war erzürnt über den Verlust ihres Kindes und schlug Liebesgeflüster nieder. Wie es ihr gutes Recht war. Kehrt sofort zurück, sonst bin ich gezwungen, eure Fahnenflucht zu melden. Euer Wille geschehe. Aha. Silberglas. Madeline. Oh, da sind Sachen dabei. Dylans Tagebuch. Okay, würde die Türme holen. Okay, das ist glaube ich alles nicht so spannend. Silbertablett. Muss man noch mitnehmen. Silbertablett nicht erreichbar. Attention! Auch nicht erreichbar. Na gut, dann muss der Wetter liegen lassen. So, sonst ist hier nichts Spannendes, ne? Ach, der Rabe, der kann man theoretisch noch looten, aber der hat nichts. Gut. Haben wir das, die Quest auch erledigt? Und reden wir noch mal mit ein paar Leuten, dann machen wir noch eine lange Rast und dann geht's rund, würde ich behaupten. Hallo. Watch yourself out there. Please. Wollten wir für euch nicht irgendjemanden finden? Glad to see you again. I was afraid you'd get swallowed up by the shadows. Instead, you found us some cavalry. Very well done. Okay. No one back home will ever believe this. The sky looks so pretty with the light. Whoever it is must be good. They must be. People just ran off and said nothing. Adults always do this. Oh, kann ich verstehen. Das Problem kann ich verstehen. Ah, hier. Roland. Yes, yes. You saved me from shadow creatures. Tada! No need to gloat. Wir wollten nur gucken, wo wir laufen. Fine. It's Cal and Leah who need help. What? Achso, da war irgendwas. Die sind schon losgerannt oder so ein Scheiß, ne? Glaube ich. Hier haben wir, glaube ich, alles gelootet. Hier sind wir schon mal richtig, richtig gründlich durchgegangen. So, hier ist niemand mehr. Raphael war damals hier. Hier nur sonst irgendwer. Ist noch ein Händler? Wer bist denn du? Okay, du redest anscheinend nicht mit uns. Haben wir das mal geklärt? Die ganze Zeit hinter mir her schlurft, ist irgendwie. Sieht nicht so geil aus, Leute. Reiß dich mal am Reben.
Isobels Zimmer. Ne, da wollen wir jetzt eigentlich nicht hin. Okay, liegt ein Beutel rum, der als wird gestohlen markiert ist. Das ist eine Rüstung der flammenden Faust. Und eine Fackel. Scheint nicht meins zu sein. Hier oben ist auch gar niemand mehr irgendwie. Gar niemand. Außer die, die der Wache hält. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Händler. Achso, du bist das. You had something to do with the light, right? I knew it. This is the end for Ketherick. Stock up while you can. Sag mal, was du hast. Ist auf jeden Fall 1000 Gold. Kannst mal die ganzen Weihrauchscheiße hier von mir haben. Filigranes Feywild-Glöckchen. Hab ich nie gebraucht. Weihrauchstäbchen. Ruinenarmschienen. Einfacher Schmuck und sowas. Jo, und jede Menge von den Plus 1 Dingern. Gestaltwandlerbonus. Distanz, wenn der Träger einen Gegnerstoß verpasst. Okay, kann ich blind werden? Selbstverbrennung. Was ist denn Hitze? Was wie ein Feuerallergie den zu. Leidet bei jedem Zug ein, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Was ist konzentrierte Hitze? Deine Hitze, um einen mächtigen Angriff zu starten. Wenn du das nächste Mal Feuerschaden bewirkst, bewirkst du dich einen Feuerschaden. Hört sich nicht so geil an. Von Schatten verschleiert bin ich eigentlich nie. So, noch irgendwas, das man haben will? Ich glaube nicht, außer doch Diebeswerkzeuge. So, Ausgleich, tauschen. Du hast noch ein paar Sachen, glaube ich, die wir loswerden wollen. Hier die einfachen Rüstungen. Oh, und eine Handgranate haben wir auch noch. Die anscheinend nicht gezündet wurde, stimmt. Die ist nie losgegangen. Warten wir mal. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Kann ja nie wissen. So, besoffener Kerl wollen wir, glaube ich, nicht behalten. Zertrümmernder Pflege, Streitkolben. 6 bis 11. Kampfstab, vielseitig. Den kann man auch einhändig einsetzen. Achso, hier gibt es noch ein paar von den Äxten. Extra Reichweite. Gibt keine extra Reichweite. Unser Knüppel. Gibt es Wohlwollens. Barre habe ich ihn nicht dabei. Das können wir also, glaube ich, verkaufen. Ist gerade noch gereicht, ey. Pleasure doing business with you. Last Light's best bargains, right? Da bin ich mal gespannt, ey. Die hat jetzt auf jeden Fall einiges an Zeug im Inventar. Ja, draußen war da auch noch ein Händler eigentlich, oder? Alle schon losgerannt. Die sind alle schon losgerannt, hier ist niemand mehr. Okay, na dann. Lange Rast. Um alle Ressourcen aufzufüllen und die Sachen zu brechen, die eventuell gebrochen werden sollten. Never mind. Kann ich mit dir reden? I have a lot on my mind. No time to rest. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain.
Okay, ich lasse dich in Ruhe, wenn es dir nicht so gut geht. Vielleicht kann Kratzer dich ein bisschen knuddeln. Das ist die ausfallende Katastrophe. So, wir wollen loswerden. Guck mal, genau das.